Servus Leute, erstmal frohes neues Jahr und alles Gute für 2023 und an der Stelle auch Dankeschön für das zurückliegende Jahr. Es war ein Top-Streaming-Jahr und hier auf YouTube ebenfalls danke für den ganzen Support und ich freue mich, was dieses Jahr passieren wird. In dem Video heute geht es um Streets of Tarkov. Der Vibe ist jetzt ein paar Tage alt und ich habe mir so die ein oder andere Loot-Route zurechtgelegt als Scav und als PMC. Und die wollte ich hier in dem Video mal mit euch teilen. Also Gas Analyzer, Technical Loot und Flash Drives kann man da alles finden. Und ja, das alles in diesem Video. Viel Spaß! Streets of Tarkov, eine sehr große und auch sehr, sehr gelungene Map, bis auf die Performance. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Hier geht es um den Loot und ich will euch zwei Loot-Spots, die ich im Moment als PMC und auch als Scav ablaufe, gerne vorstellen. Das ist einmal die Car-Dealership, der Autohandel und einmal die alte Fabrik inklusive Marktroom. Und als erstes geht es darum, sich ein bisschen zu orientieren auf Streets. Also das ist hier so die Hauptstraße und man spawnt gerne mal in irgendwelchen Hinterhöfen und so. Man muss es letzten Endes bloß auf eine Hauptstraße schaffen. Hier ist der Supermarkt, das Pinewood Hotel. Da hinten ist Sewers und Entrance to Catacombs, der Scav Exit. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht auf eine Straße lauft, auf der Sniper Scavs sind. Und ja, dann, das hier ist so ziemlich der Mittelpunkt. Dieses Gebäude, recht markant. Und dahinter ist zum Beispiel hier die Baustelle, Construction. Und so orientiere ich mich immer ein bisschen. Und es geht ganz gut, wenn man mit den Straßen. Das ist dann ja eigentlich recht einfach, auch wenn die Map recht groß ist. Und jetzt gehen wir als erstes mal zu Car Dealership. Wie gesagt, kann man als PMC machen, kann man als Scav machen. Als PMC hat man natürlich den Vorteil, dass man der Erste ist oder meistens der Erste. Als Scav, ja, hat man halt etwas weniger Risiko. Und hier der Autohandel, die Car Dealership. In jedem dieser Container liegt ein bisschen was. Hier an dieser Stelle bin ich mir sicher, dass auch ein Ledex spawnen kann. Da habe ich schon auf Time of Scope gefunden. Könnt ihr in jeden Container reinschauen, immer diese großen Boxen mitnehmen, ne? Technical Supply Crate. Immer Top-Loot, ist alles drin, was man für Sideout braucht, kann man gut verkaufen. Und ja, es ist auf Street so, es gibt nicht so den einen Spot, wo wirklich der High-Loot liegt, oder den gibt es vielleicht schon. Aber es ist halt hier so, es ist alles verteilt. Hier, diese Aktenschränke sind am Anfang sehr wertvoll. Flash-Drives, Gas-Analyzer, alle möglichen Barter-Items fürs Hideout, Quest-Items, findet ihr alles da. Duffelbags natürlich immer mitnehmen. Ich kann jetzt hier natürlich nicht durch alles durchgehen, das Video würde stundenlang brauchen. Aber schaut einfach hier überall in die Ecken. Offener Loot, Jacken und sowas ist auch immer interessant. Besonders diese großen Crates für Technical Loot oder Mats oder auch Essen. Immer sehr gut. Jacken immer mitnehmen und dann schauen, ob hier auf den Werkbänken was liegt. Dann dieses Gebäude hier. Da sind viele Aktenschränke drin. Das ist so ein zweistöckiges Gebäude. Das nehme ich immer mit im Moment. Und weil hier gibt es einen Haufen ja, Aktenschränke, Duffels und alles, was man so braucht. Also hier ein Aktenschrank. Aktenschrank, 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 Aktenschrank. Hier hinten ist noch eine Duffelbag, die kann man mitnehmen. Hier hinten in dem Raum sind Aktenschränke und das ist eigentlich das, was man im Moment braucht. Hier Aktenschrank und oben im Obergeschoss sind auch noch welche. Und zwar hier zwei, da einer und hier hinten sind auch nochmal zwei Stück. Das sind Haufen Aktenschränke, wenn man als Scav unterwegs ist, ist man, nach, wenn man die durch hat, voll. Und dann gehe ich weiter. Und als Scav mache ich so, ich laufe dann von hier rüber und gehe mal zum Ventilation Shaft. Als PMC muss man schauen, was man für Exits hat. Da kommen wir jetzt mal kurz vorbei. Ich zeige euch mal kurz die Exits, wenn wir hier eh schon rumlaufen. Und zwar hier hinten ist der Car-Exit. Man sollte immer 5000 Rubel dabei haben, dass man den nutzen kann. Der ist nämlich in dem Fall recht praktisch. Man kann natürlich auch hingehen und hier noch in anderen Gebäuden ein bisschen schauen, je nachdem, wie viel Platz man noch hat. Aber die Car-Dealership ist immer so, ja, der Haupt-Loot-Spot und danach bin ich eigentlich immer ziemlich voll. Als PMC sowie auch als Scav. Und hier ist der Auto-Exit, den kann man als PMC nutzen. Steht hier das Auto, dahinter sind Sniper-Scavs. Eine Minute warten, dann fährt das Auto weg. Und als Scav mache ich es anders, dann laufe ich hier hinter. Laufe hier meistens durch die Mitte durch. Schau noch, ob da ein bisschen offener Loot liegt. Duffelbags oder sowas. Hier hinten gibt es zum Beispiel eine Suitcase, die zeige ich euch. Da habe ich tatsächlich schon einen Flash-Drive und einen Moonshine drin gefunden. Also das Ding ist nicht schlecht, deswegen hier an der Stelle, da ist das Suitcase, da gibt es da hinten noch eine Werkzeugkiste und ich glaube eine Duffelbag war hier auch noch. Auf Streets ist es so, der ganze Loot, da ist eine Duffel, der ganze Loot liegt einfach offen rum. Zur Orientierung, wir sind jetzt hier am Cinema und das ist ein Scav-Exit, den ich dann immer nehme, den hat man eigentlich immer. Das ist hier der Ventilation Shaft, da hockt man sich hier hin und ist draußen und dann war es das auch schon mit dem Run. Easy, auch wenn die Map so groß ist, aber so kommt man eigentlich immer von der Car Dealership gut weg.
Dann hier PMC-Exit, den ich auch gerne nehme. Das ist hier grüner Rauch, sieht man. Dann geht es hier hinten rechts die Treppe runter und da kann man dann rausgehen. Das ist Courtyard. Das ist ein Exit, der muss nicht immer offen sein, aber von hier aus sieht man, wenn der grüne Rauch da ist, wenn der grüne Rauch hier ist, dann ist der offen. Und dann gehen wir weiter. Als PMC nehme ich den Loot-Spot ganz besonders gerne mit. Die alte Fabrik. Da gibt es viele große Technical Crates und einen Marktroom, der im Moment noch frei zugänglich ist mit einem Sprung. Und ja, wie gesagt, zur Orientierung, wir sind hier am Cinema. Da hinten geht es zum Sewer-Exit und auch zum Entrance zu Catacombs, Scav-Exit. Und hier in diesen Hinterhöfen ist dann die alte Fabrik. Und hier geht es dann schon los mit einer großen Technical Crate. Und man kann hier auch von der anderen Seite ranlaufen. Also wenn man jetzt hier durchlaufen würde, sehen hier, da hinten rechts hinter, dann würde man wieder am Supermarkt rauskommen. Gut, jetzt sind wir hier in der alten Fabrik. Und hier gibt es einen Haufen solche Technical Crates in jeder Ecke. Duffels und sowas. Müsst ihr einfach überall schauen. Hier gibt es wieder Technical Crate. Hier drüben gibt es auch noch eine. Hier. Und dann hat die Fabrik hier einen Innenhof. Ja? Und zur Orientierung, hier ist der Marktroom. Da gehen wir jetzt hin. Man kann da auch von der anderen Seite reinlaufen und so, ne? Aber Map-Knowledge, die müsst ihr euch selber zulegen. Ich zeige euch bloß kurz schnell, wo ihr den Loot findet. Und zwar, man kann auch von hier raus reinlaufen. Mal sehen, kann man hier rüber. Oder unten vom Innenhof hier unten rein und dann hier auf die Treppen. Jetzt wird es interessant. Normalerweise braucht man hier den Abandoned Factory Marktroom Key. Aber es gibt einen Trick und ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Das werden sie wahrscheinlich fixen. Das wollen sie sicherlich nicht, dass das funktioniert. Der Marktroom ist unter uns und unter uns ist auch genau ein Fenster. Das heißt, wir versuchen uns hier mal reinzubacken. Genau das machen wir nicht. Auf ein neues. Man kann diesen Sprung natürlich auf verschiedene Arten machen. Rückwärts, seitlich, je nachdem, wie es einem am besten passt. Sollte bloß nicht direkt aus dem Fenster springen. Ich mache es immer ganz, ganz seitlich. Jetzt bin ich mal rückwärts. Hier über die Kante. Und dann geht es auch wunderbar. Und dann ist man drin. Und ja, hier spawnt gerade nichts. Aber normalerweise hier um den Kreis, da oben hängt eine Waffe drin. Hier hinten ist eine Waffenbox. Hier kann wahrscheinlich Marktroom-Loot spawnen. Sehr schön designt der Raum, insbesondere mit der Kamera. Also, ne? Schöner Ritualraum. Wer weiß, was hier gelaufen ist. Und ja, ganz guter Loot. Waffen habe ich bis jetzt gefunden, was wirklich außergewöhnlich ist. Nicht, aber das wird wahrscheinlich noch kommen. Hier immer um den Kreis schauen, ist halt ein Marktroom, ne? Ihr kennt's. Dann kann man hier ganz einfach wieder raus. Dieser Sprung ist eher was für PMCs, weil wenn man ihn einmal nicht schafft, dann hat man als Scav wahrscheinlich gebrochene Beine und kann sich dann wahrscheinlich nicht mehr heilen. Und deshalb eher was für PMCs und außerdem im Moment ist das recht bekannt. Und es machen viele Leute diesen Sprung. Das heißt, als Scav war da wahrscheinlich schon jemand drin. Als PMC sollte man einfach schnell sein. Und das ist die alte Fabrik mit den ganzen Technical Loots und dem Marktroom. Und wenn man von hier aus raus will, als Scav sowie auch als PMC, hat man als PMC hat man hier hinten wieder das Kino, kann man entweder Courtyard oder ans Auto. Oder wenn man den Sewer Exit hat, dann muss man hier hinter. Und hier, wo die kaputte U-Bahn ist, wo es da in den Tunnel geht, da ist unten der Sewer Exit. Hier gibt es auch nochmal eine Crate auf dem Weg. Ist auch in dem Fall eine Ration Supply. Also, der PMC Exit ist hier unten. Sewers. Wenn man den hat. Ansonsten muss man ein bisschen auf die Karte schauen und zum Damaged House. Aber bis jetzt ist es bei mir noch nie vorgekommen. Auto, Courtyard oder hier Sewers war eigentlich immer eine Option. Und ansonsten muss man halt mal ein bisschen auf die Karte schauen. Die findet ihr im Wiki. Und hier ist dann der Scav-Exit. Das ist, wie heißt der? Entrance to Catacombs. Der Scav-Exit ist dann hier in dem Fall. Geht man hier runter. Und hier extractet man dann. Ja, das war auch schon meine Loot-Route. Also als PMC nehme ich immer gerne beides mit und als Scav mache ich dann meistens bloß die Car-Dealership und man kann da sehr schnell sehr viel Loot rausholen. Es gibt natürlich noch andere, weitere Spots auf Streets, aber die gilt es auch erst zu entdecken und da muss man sich auch erst zurechtfinden. Das wird noch Wochen, Monate dauern, bis man diese Map wirklich beherrscht. Hier, DSG hat wirklich, ja,
ein Meisterstück von Matte Design rausgehauen. Performance, okay, Sound, Rubberbanding, ja, aber Detailverliebtheit und wie der Loot liegt. Streets macht mir sehr viel Spaß und ich empfehle euch, diese Loot-Route, insbesondere für Gas Analyzer, Flash Drives und alle möglichen technischen Items, könnt ihr gerne übernehmen und ja, man kann auch sehr gut Kohle damit machen. Ich hoffe, diese Loot-Route erleichtert euch ein bisschen das Leben mit Quest-Gegenständen oder auch Geld machen. Bei mir hilft es auf jeden Fall bei beiden und sie macht mir auch extrem viel Spaß, weil man gleichzeitig halt noch Streets of Tarkov entdecken kann, eine neue Map. Und wie gesagt, ich bin echt großer Fan von Streets und nicht, dass die am Ende noch Shoreline für mich ablöst. Aber wir wollen uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.